Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal so ein bisschen, welche ätherischen Öle ich gerade in meinem Alltag benutze. Also ich habe die hier jetzt so vor mir stehen, es sind schon so unglaublich viele, und pick die einfach mal so raus und erzähle euch mal so, was ich damit mache, damit ihr mal so einen Einblick auch bekommt, wie vielseitig man die eigentlich anwenden kann. Wenn euch das Thema ätherische Öle ganz im Allgemeinen interessiert oder ihr euch erstmal einen Überblick darüber verschaffen wollt, dann schaut euch, ich weiß immer nicht wo, ich glaube hier, dann schaut euch dieses Video mal an, da erkläre ich das alles ganz genau, wie das alles funktioniert und welche Marke ich benutze und warum und bli und bla und blub. Das sage ich jetzt nicht nochmal, ich zeige euch jetzt wirklich die einzelnen Öle und erzähle euch so ein bisschen dazu, was ich damit mache, wie ich das benutze. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit einem Klassiker. Und zwar ist das Lavendel. Das war auch eines meiner ersten Öle. Und das benutzen eigentlich ausschließlich die Kinder. Ich mag Lavendel leider gar nicht so. Deswegen habe ich mir dann die Alternative geholt, Serenity. Riecht für mich tausendmal besser, hat aber im Grunde vergleichbare Wirkungen. Ne? Also Serenity ist auch einfach was zum Entspannen, zum besser Einschlafen. Genau wie mit Lavendel. Ne? Also das kennt man ja. Lavendel. Wie benutze ich Lavendel jetzt? Oh Gott, ganz vielseitig. Also zum einen ist es in einer Sprühflasche mit Wasser drin und bevor die Kinder ins Bett gehen, sprühe ich das immer auf die Kopfkissen. Außerdem habe ich so ein Roll-On. Ich zeige jetzt nur mal ein Beispiel, das ist jetzt was anderes, aber ein Roll-On, ne? Das ist jetzt einfach sowas. Habe ich so ein Roll-On, quasi ein Trägeröl, gemischt mit ein paar Tropfen Lavendel. Steht auch immer im Kinderzimmer und das ist bei uns jetzt schon zur Routine geworden, machen die Kinder auch schon ganz automatisch alleine, dass sie sich das abends vor dem Schlafengehen auf die Füße rollern. Einfach auch zum besseren Einschlafen. Lavendel kann man auch mega gut benutzen bei kleineren Verletzungen oder sowas. Also Lavendel ist so ein mega Allrounder bei uns eigentlich. Und wie gesagt, weil ich halt einfach den Geruch von Lavendel nicht so gut finde, habe ich für mich Serenity. So, dann, was so in meiner Küche zum Beispiel steht an Ölen, ist zum einen Lemon. Erklärt eigentlich auch der Name, warum. Ne? Also so Zitronenwasser, das kennt ja, glaube ich, jeder. Ich habe früher immer dieses Zitronenkonzentrat aus diesen gelben Plastikfläschchen genommen, wovon ich dann mega Magenprobleme gekriegt habe. Also ich war übersäuert, ich hatte Sodbrennen, es war echt nicht schön. Dann bin ich umgestiegen auf halt richtige Zitronen, die ich dann halt immer ausgepresst habe und bla. Das war natürlich A, mehr Arbeit und B, ist das ja auch nicht so gut für die Zähne. Und deswegen bin ich dann dazu übergegangen, einfach Lemon zu nehmen. Einfach Lemon ins Wasser tropfen und man hat im Grunde dasselbe Prinzip. Es schmeckt sogar noch ein bisschen besser, weil das nicht ganz so... Jetzt fehlt mir die Geschmacksrichtung. Zitrone, sauer. Weil es nicht ganz so sauer ist, als wenn ich jetzt frisch ausgepresste Zitrone nehme, ist das bei Lemon einfach noch ein bisschen angenehmer. Und das mache ich einfach immer zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin, einfach eine Trinkflasche, Wasser da rein und ein paar Tropfen Lemon und fertig. Was noch in meiner Küche steht, was ich jeden Tag benutze, ist Grapefruit. Grapefruit ist das erste, was ich morgens trinke. Kommt einfach in 125 Milliliter, kommt ein Tropfen Grapefruit rein. Und das ist A, ein Muntermacher, ist morgens mega und es ist richtig gut für den Stoffwechsel. Also ich habe es auch getestet, ich habe es mal ein paar Wochen abgesetzt und dann wieder angefangen. Es ist mega gut für den Stoffwechsel. Und Grapefruit ist zum Beispiel auch in meiner Mascara. Also immer, wenn ich eine neue Mascara habe, mache ich da so ein, zwei Tropfen Grapefruit rein. Und das ist so geil für die Wimpern. Wimpernserum könnt ihr euch schenken, wenn ihr Grapefruitöl in eurer Mascara habt. Die sind stärker, länger, dichter. Die sind einfach mega, mega schön dadurch geworden. Dann etwas, was ich in letzter Zeit auch leider oft benutzen musste, ist Eukalyptus. Das habe ich dann immer diffust. Einfach zum einen, ich bin ja Heuschnupfenpatient und da hat man manchmal so Tage, wo es mit der Nase einfach gar nicht geht, wo die so dauerhaft verstopft und zu ist. Dann liebe ich das einfach, ne, mit Eukalyptus mal so ein bisschen besser durchatmen zu können. Genau, also oder ich war jetzt auch krank.
so richtig schön mit Antibiotikum und Angina und so. Und da habe ich das auch sehr, sehr, sehr geliebt. Man braucht übrigens nicht mal unbedingt einen Diffuser, wie ich habe, sondern man kann auch einfach ein paar Tropfen in die Hand und das dann so und dann so einatmen. Geht auch richtig, richtig gut. Kommen wir mal zu meinem, das war mein allererstes Öl. Also das war meine allererste Probe von einem Öl, die ich von meiner Freundin bekommen habe. Wild Orange. Ich habe damals angefangen, weil ich gesagt habe, boah, irgendwie, mir geht es nicht so gut. Ich konnte das nicht so richtig auf was begründen. Mir ging es einfach nicht gut. Und dann habe ich halt angefangen mit Wild Orange. Und es ist einfach so stimmungsaufhellend und erhebend. Und es ist auch so extrem vielseitig. Also Wild Orange mische ich zum Beispiel super gerne mit Passion. Oder auch, und das ist meine liebste Kombination, mit Pfefferminze. Wild Orange mit Pfefferminze gemischt ist der beste Energiekick, den es gibt. Also das ist richtig, richtig genial. Es riecht mega toll und es ist einfach so, ne, wenn man morgens aufsteht und einen Berg voll Arbeit hat und so denkt, ich möchte gern auf meine Couch, dann das in den Diffuser wirkt Wunder. Oder wenn so graues Wetter draußen ist, finde ich das auch richtig, 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 richtig toll zusammen. Also ne, auch Pfefferminz benutze ich unglaublich gerne. Ich mische auch einige Öle, je nachdem, was sie halt machen, zum Beispiel mit meiner Tagescreme, mit meiner Bodylotion. Ich gebe die unten in die Dusche rein, bevor ich duschen gehe, oder ich gebe sie in die Badewanne, bevor ich, wenn ich dann baden gehe, einfach um noch diesen Entspannungsfaktor zu erhöhen, oder ins Fußbad. Also es ist einfach so viel, was man damit machen kann. Dann haben wir hier noch Ylang Ylang. Und Ylang Ylang benutze ich für meine Kopfhaut. Also wenn ich mir die Haare gewaschen habe, massiere ich ein paar Tropfen Ylang Ylang auf meine Kopfhaut. Das riecht mega, 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 mega gut und der Geruch bleibt ja auch lang drin. Und zum anderen hat es alle meine Probleme, die ich jemals mit meiner Kopfhaut hatte, gelöst. Also ich habe keine Schuppen mehr, ich habe keine juckende Kopfhaut mehr. Also ich hatte Zeiten, da habe ich mir fast den ganzen Tag die Kopfhaut gejuckt, weil es ging gar nicht, gerade auch in den Schwangerschaften. Das ist damit komplett weg. Also es ist nie wiedergekommen. Auch Schuppen. Ich habe, seit ich das benutze, nie wieder ein Problem mit Schuppen gehabt. Tatsächlich. Einfach nur, weil ich mir davon ein, zwei Tropfen nach dem Haarewaschen in die Kopfhaut einmassiere. Ylang Ylang ist übrigens auch mega geil als Dampfbad. Also wenn ihr so ein Dampfbad macht und Ylang Ylang rein, ist zum einen natürlich geil so zum Entspannen und Runterkommen, aber es befreit auch die Haut so von diesem ganzen Schmutz, den wir so über den Tag über aufnehmen. Etwas, was ich auch sehr, sehr gerne mag, ist Clary Sage. Und zwar zum Meditieren. Wenn ich Clary Sage diffuse oder so in die Hand, bevor ich meditiere, brauche ich nicht lange, um in einen extrem tiefen meditativen Zustand zu kommen. Das ist mega krass, das habe ich mit noch nichts anderem erlebt, wie mit Clary Sage. Das ist wirklich so krass. Und Clary Sage kann so, so viel und unterstützt die Meditation so stark, weil es auch so Ängste löst und Blockaden löst, also alles, was so mit innerer Arbeit zu tun hat. Ne, also innere Arbeit ist ja bei mir nicht nur meditieren, sondern auch einfach mal hinsetzen und ganz aktiv was schreiben, was verarbeiten. Und wenn man da nebenbei Clary Sage halt einfach durch den Diffuser riechen kann, ist es auch eine super Unterstützung. Und dann habe ich hier noch so verschiedene Mischungen, die es bei doTERRA gibt. Aktuell habe ich gerade 4. Das war meine allererste Chia. Habe ich einfach auch aus dem Aspekt her genommen, dass ich was wollte, was so ein bisschen meine Stimmung aufhält. Da habe ich hier zum Beispiel auch so einen Roll-On, der ist jetzt mittlerweile leer, aber so sehen halt auch die Roll-Ons aus. Die sind dann halt gleich so gemacht, dass man sie halt auf die Haut auftragen kann. Weil um es auf die Haut aufzutragen, brauchst du immer ein Trägeröl und da gibt es die schon fertig gemischt. Mittlerweile mache ich mir die Roll-Ons aber komplett selber. Also aktuell im Gebrauch haben wir, glaube ich, gerade 4 oder 5 verschiedene Roll-Ons. Genau, also Chia ist auch so, Chia riecht auch mega gut und ist so stimmungsaufhellend. Das so unter die Fußsohlen, einfach morgens immer routinemäßig unter die Fußsohlen ist mega. Übrigens, weil ich gerade ne, bei den Roll-Ons bin, ich habe natürlich auch einen mit Pfefferminz, ist so mein Allheilmittel bei Kopfschmerzen zum Beispiel oder wenn ich mal so einen Energiekick brauche, einfach Pfefferminz auftragen. Dann habe ich hier noch Forgive. Forgive habe ich ganz, ganz viel benutzt letztes Jahr im Dezember. Da habe ich ja so die Rauhnächte zelebriert und habe ganz, ganz viel losgelassen und vergeben. Und da habe ich jeden Tag, also zu jeder Rauhnacht, immer Forgive benutzt.
super, super schön. Auch ein sehr, sehr guter Geruch. Und Motivate. Der Name ist Programm. Man hat doch einfach mal so Tag, gerade so wie heute. Also heute ging es mir gut, heute hatte das Wetter keinen Einfluss auf mich. Aber heute ist so, es regnet den ganzen Tag, es ist grau, es wird nicht richtig hell. Und das kennt ihr, ne? Da ist man einfach schlecht drauf und man hat keinen Bock auf nichts. Und dann Motivate. Motivate riecht auch so mega geil. Als ich das erste Mal hatte, habe ich gesagt, das riecht wie Pfefferminzschokolade. So wie Minzschokolade. Oh, super, super geil. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsduft und zu meiner Lieblingsmischung. Das ist so mein Duft, das ist so mein Ding. Und zwar ist es Passion. Und der Name sagt eigentlich auch schon, um was es geht, ne? Also, es riecht aber halt auch einfach toll. Es ist auch so mein Wohlfühlgeruch. Wenn es mir irgendwie nicht so gut geht, irgendwie so, man fühlt sich nicht wohl in seiner Haut, ne? Das ist auch Selbstliebe ein Thema, ne? Manchmal kann man auch 5 verschiedene Outfits aus dem Schrank nehmen und in allen fühlt man sich schlecht. Und da weiß ich, heute so ein Tag, wo ich ganz, ganz dringend Passion brauche. Und Passion habe ich zum Beispiel hier zum Diffusen. Wie gesagt, auch mega geil, wenn man das mit wilder Orange mischt. Habe ich aber auch als Roll-On zum Beispiel, ne? Und auch wenn ich Date habe, trage ich mir natürlich Passion sehr, sehr gerne mit einem Roll-On auf. Oder wenn ich ein Gespräch habe, wo ich sehr stark und mutig und selbstbewusst sein muss, sein möchte, trage ich auch Passion auf, einfach so zur Unterstützung nochmal. Und was ich auch mega cool für unterwegs finde, das habe ich jetzt seit ein paar Wochen, ist dieses Armband. Gibt es übrigens mit verschiedenen Bildern. Ich habe jetzt den Baum genommen und das kann man dann so einfach aufdrehen. So einfach. Und jetzt geht es nicht so einfach, doch jetzt. Und dann sind dann so kleine Plättchen drin. Man bekommt verschiedene, man kann die auch nachbestellen, so Plättchen drin. Und da kann man dann einfach die Öle drauf träufeln. Dann wird den Deckel drauf und dann macht man sich das ums Handgelenk und kann den ganzen Tag über halt an diesem Öl riechen und sich dadurch unterstützen lassen, je nachdem, was man an einem Tag braucht. Also ich hatte hier schon Motivate drauf oder wilde Orange oder auch Cheer oder auch Passion, also je nachdem, was es gerade braucht. Ich habe zum Beispiel auch einer Freundin das Ganze nahegebracht, die damit sehr, sehr gute Erfahrungen in ihrer Schule und beim Lernen und bei Prüfungen und so gemacht hat. Falls du das Video guckst und dich angesprochen fühlst, kannst du ja gerne mal einen Kommentar dazu dalassen. Das habe ich übrigens ganz günstig bei Amazon geschossen und ich würde euch das einfach mal unten in der Infobox verlinken. Genauso wie ich euch einfach mal den doTERRA-Shop verlinke, wo ihr einfach mal ein bisschen stöbern könnt. Falls ihr Fragen zu den ätherischen Ölen habt, wie ich die anwende, oder wenn ihr mal von irgendeinem Öl gerne eine Probe haben wollt, um das einfach mal auszuprobieren, dann schreibt mir sehr, sehr gerne. Am besten eine E-Mail, die ist unten verlinkt, oder eine private Nachricht bei WhatsApp, bei Instagram, bei Facebook. Völlig egal, wo ihr mögt. Und dann kann ich euch dazu ein bisschen was gerne erzählen. So, ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare und auf einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!